Bitte stehen Sie noch einmal von Ihrer Couch auf und begrüßen Sie mit mir ein Traumpaar. Den ganzen Abend lang musste ich Sie ermahnen, 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Bitte begrüßen Sie unsere Kulturstaatsministerin, Professor Monika Grütters, und den Präsidenten der Filmakademie, Ulrich Mattes. Ja, vielen Dank, lieber Edin Hasanovic. Was für ein ungewöhnlicher, aber was auch für ein bewegender Abend. Und doch hoffen wir vermutlich alle, dass wir den nächsten Deutschen Filmpreis im kommenden Jahr wieder mit Saalpublikum feiern können. Ja, Mensch, Edin, ich muss echt sagen, du hast es so großartig gemacht. Am liebsten würde ich spontan irgendeine kleine Lola aus meinem Sakko ziehen und dir für den Best Performing Act 2020 überreichen. Edin, normalerweise würden jetzt hier die Ovationen auf dich runterregnen. Also hab vielen Dank. Super, super Leistung. Ovationen, finde ich, hat aber auch die Regisseurin des heutigen Abends verdient. Sherry Horman, liebe Sherry, du hast das hier 3 Wochen lang Tag und Nacht gerockt. Und dann ist dieser, wie ich finde, wirklich super Abend dabei rausgekommen. Hab vielen Dank und auch ein großer Dank an das AutorInnen-Duo Lena May Graf und Finn Christoph Ströx. Und natürlich alle, die hier herumwuseln, keiner sieht sie, aber alle Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Abend fast pannenfrei abgelaufen ist. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen zu Hause, es ist spät. Ich weiß, wir überziehen ein kleines bisschen, aber was Thomas Gottschalk recht ist, das kann Edin schon lange. Ein paar wenige Sätze möchte ich bitte noch loswerden. Wir wollten heute Abend zweierlei. Einmal wollten wir Ihnen ganz einfach ein bisschen Freude machen und zweitens wollten wir Ihnen allen zurufen, das Kino, es soll leben. Und nicht nur am heutigen Abend. Das Kino soll leben. Wir sind uns sehr bewusst, meine Damen und Herren, dass es vielen Branchen im Moment echt mies geht. Viele einzelne Menschen machen sich Sorgen, natürlich um ihre Gesundheit und um das ihrer Lieben, aber auch um ihre finanzielle, ihre wirtschaftliche Situation. Das ist uns bewusst. Und dennoch wollten wir Ihnen heute Abend sagen, bitte, liebe Leute, vergesst die Kultur nicht. Vergesst die Künste nicht. Sie sind wichtig zum Leben. Die Künste, sie sind sozusagen auch Lebensmittel. Vergesst also die Menschen nicht, die normalerweise jetzt für Sie alle spielen würden, singen würden, tanzen würden, musizieren würden und so weiter und so weiter und so weiter. Und deswegen, es ist mir wichtig zu sagen, dieser Abend soll auch ein bisschen ein solidarisches Unterhaken mit den anderen Künsten sein. Auch wenn wir heute natürlich den Film feiern wollen, ihn hochleben lassen und das Kino. Und wenn wir irgendwann alle wieder gemeinsam im Kino sind, vor uns die große Leinwand, wenn wir alle gemeinsam gerührt sind, wenn wir alle gemeinsam lauthals lachen, dann kann uns nicht mal der leidenschaftlichste Popcorn-Schnurpser neben uns irgendwie Nerv töten, sondern soll er doch schnurpsen. Und wir sagen uns, Mensch, wir freuen uns, wir sind überglücklich, wir sitzen wieder im Kino und zwar gemeinsam. Vielen Dank. Und jetzt, geschätzte Staatsministerin, bitte. Ja, darauf freue ich mich jetzt schon, lieber Uli Mattes. Aber auch der heutige Abend, finde ich, tut richtig gut. Vermissen wir nicht im Moment alle sehnlich und auch schmerzlich, vor allem die Künste, wie du gesagt hast, und auch die Möglichkeit, Kulturerlebnisse wieder gemeinsam zu teilen, ins Kino zu gehen, ins Theater, ins Konzert, ins Museum, in Musikclubs und auf Festivals.
das stillt ja auch so ein bisschen unser Fernweh, also unsere Sehnsucht, der eigenen kleinen Welt hin und wieder zu entfliehen und uns mit anderen verbunden zu fühlen. Und genau deshalb feiern wir heute Abend den deutschen Film, auch in dieser etwas historischen Ausnahmesituation und deshalb ungewöhnlichen Machart. Denn gerade jetzt in Zeiten des Abstandhaltens und zu Hause bleiben müssens, holen uns Filme ja auch heraus aus der Enge unserer Wohnung und bringen uns in Fühlung, richtig in Fühlung mit anderen Menschen. Das gilt natürlich auch für die 6 nominierten Filme. Sie lassen uns mitfühlen, mitfiebern. Sie zeigen uns, wozu wir als Menschen fähig sind, als Einzelne, aber auch als Gesellschaft, im Guten wie im Schlechten. Und es sind Filme, aus denen Leidenschaft und künstlerische Experimentierfreude sprechen. Und ich hoffe, dass die Preisträger den Ausgezeichneten dabei helfen, weiterhin uns solche tollen Filme zu schenken. Oho! Edin, jetzt geht's echt los. Schreiten Sie beide zur Tat. Bitte schön.